Mummy's Bedfoot. Hat's dich schon erlebt? Das ist der simple Beweis dafür, dass Weltfrieden nicht geht. Matthias, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wo kommen Sie her, Matthias? Netto. Tut mir leid? Netto. Ich habe das verstanden. Ich habe gesagt, dass es mir jetzt leid tut. Nein, keine Sorge, wir wollen ehrlich sein. Ja, die 70er hatten Schattenseiten. Wollen wir nicht verschweigen. Ich sag mal so, ständig die Sinne vernebelnden Dinge um uns herum. Und ich spreche nicht von Drogenkinder, ich sag nur ein Wort. Mustertapete. Ja, ich hab sie mir extra für euch heute hier in Neustadt auf den Leib tackern lassen. Ja, meine Lieben. Da kann man ruhig mal lachen. Mami ist beim Fußball. Ein Interessenskonflikt. Draußen wird gestritten und geschlägert, während der Bub friedlich kickt. Ein türkischer Nachbar öffnet sein Fenster und schüttelt seinen Teppich aus. Ling Ling, der Chinese, guckt raus und sagt, na, springt er nicht an? Muss ich doch, dass ich dem Brandenburg dafür Applaus geben, ne? Und das ist ein ganz rassistischer Witz, da sind wir uns einig. Wir alle wissen, Türken können nicht auf Teppichen fliegen. Das können die Araber. Ich sag nochmal, Männer in Beziehung leben länger als Single-Männer. Sind aber viel eher bereit zu sterben. was man nicht gibt, ich bin auf der Suche nach Marktlücken, ist Rentnerschminken. Schon mal drüber nachgedacht? Frau, die ansonsten nur in Filmen auftaucht, jetzt im Leipziger Kulturtheater mit mir eine raucht. Sie nimmt mich bei der Hand, lächelt das tief und ich geh mit. Lass sie nicht mehr aus den Augen, folge ihr auf Schritt und Tritt. 20 Minuten später sind wir bei ihr. Sie legt sich auf ihr Bett und sagt zu mir: Lösch aus Hülse und dann entstecken und dann runter. Und in 10 Minuten kommt mein Mann. Sie sagt nur, lösch aus Hülse und dann entstecken und dann runter. Frag mich, wie ich 10 Minuten komm. Ich sag nochmal, schau, wie das nicht für 10 Minuten bin ich zu blöd. Doch wenn du weiter springst, dauert es tagelang. Ich sag, Claudia, was machst du da? Ja, sagt sie, ist mal wieder so weit, ich muss mich wiegen, aber ich habe echt Angst davor. Ich sag, Claudia, du brauchst doch keine Angst haben vor dem Wiegen. Ich sag, guck mal, wenn hier einer Angst haben muss, dann die Waage.